annehmen. Hacken. Ach, jetzt muss ich nochmal untersuchen und so. Ja, ja. Eins. Und wir müssen ja jetzt nicht mehr weiter gucken, weil wir wissen ja schon, wo die ist. So. Weil bestimmt passiert irgendwas, wenn ich den Stab von Amun benutze. Ja, der erzählt dir was. Ach, der erzählt mir was. Das ist ein Erzählstab. So, die verschollene Patrouille finden. Habe ich getan. Die Orochi-Kiste öffnen. Failed, abgeschlossen. Ist wieder dasselbe. Also, die ist verbuggt, die Quest. Ich muss eine Petition schreiben. Kann ich auch nicht so öffnen. Ja, dabei habe ich jetzt keinen Bock drauf. Gut, dann Wayne. So, Stab benutzen. Es gibt immer eine verborgene Mitte. Der Priester vergrub seinen Stab in den Ecken, weil die Mitte die Kammer der ewigen Sonne ist. Dort wird der Stab des Amun dir die Vergangenheit offenbaren. Was für eine Kammer? Oh, toll. Also benutzt du nochmal und dann sagt das dir nochmal. Nee, tut er nicht. Hab ich schon gemacht. Wie hat das eben nochmal gemacht? Muss man warten, bis der Cooldown fertig ist dann. Es gibt immer eine verborgene Mitte. Der Priester vergrub seinen Stab in den Ecken, weil die Mitte die Kammer der ewigen Sonne ist. Dort wird der Stab des Okay, Amun die Kammer der ewigen Sonne in der Mitte. Ich bin mir sicher, das ist im Reformatory. Reformatory? Was soll das sein? Wo siehst du das? Wo ich bin. La Salle de Discipline? Ja, weil die Pyramide macht keinen Sinn und die ist auch zu weit unten. Ja, irgendwo in der Mitte muss es schon sein, ja. Ja, aber ganz in der Mitte. Das, die andere Alternative ist das Lair da unten. Unwahrscheinlich. Knochenernter, ist der eigentlich hier? Oh, das ist er. Verzeih mir, ich muss kurz einen Boss umbringen. Der 200.000 Leben hat. Was? Der Gebietsboss dann halt. Ja, tschüss. Ist sie denn? Jetzt lauf nicht weg. Also, ich meine das ernst, der hat 200.000 Leben. Ja, das ist der Gebietsboss. Ich hab den auch gehauen. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, kannst du dich heilen? Natürlich kann ich mich heilen. Siehst du? Ich nicht. Keiner dafür, dass du nicht gescheit skillst. Ja, hab ich das Spiel schon mal vorher gespielt? Ja, aber Selbstheilung ist wichtig. Immer schon gewesen. Deswegen gibt es bei so vielen RPG auch Heiler. Weil alle sich selbst heilen können. Mit einem Heiler rum? Ja, ich habe keinen Bock, die Aggro zu haben. Du hast mehr Leben. Oh.
Und der bleibt so lahm, oder was? Ja. Achso. Sag mal, kann nicht sein, dass ich mehr Schaden mache als du. Ach, ich bin mehr Schaden. Hier durch die Gegend zu kiten ist jetzt auch nicht so schwierig. Kommt doch ein bisschen an, was du anders hast. Ob du irgendwas anders, was Hass erzeugt zum Beispiel. Nee, also was Hass erzeugt, ganz bestimmt nicht. Und wenn man crittet, kriegt man Aggro, oder wie? Wenn du crittest und ich nicht, dann kann das schon passieren, ja? Du hast nix auf Crit. Doch, aber da ich zurzeit mehr damit beschäftigt bin, deinen Arsch zu heilen, anstatt Schaden zu machen. Man kann den sogar einfrieren. Natürlich. Jegliche Control-Effekte funktionieren auf den. Oh, okay. Ja, keine Ahnung. Was weiß ich? Ich habe nur eben gesehen, 200.000 XP. Lebenspunkte. Das ist eine Menge. Das ist viel, viel mehr, als ich habe. Ja, gut, aber also ich habe es ja neulich schon mal gesagt. Also die Mobs in Transsilvanien, die haben im Schnitt 17 bis 30k Leben. Ja, aber keine 200. Nein, aber dann kannst du dir mal überlegen, was der Gebietsboss in Transsilvanien vielleicht für eine Lebensenergie hat, wenn die normalen Mobs zwischen 17k und 30k haben. Halbe Mille. So, und du bist der Meinung, dass es hier irgendwo? Ja, weil, wie gesagt, also La Sanctuaire macht keinen Sinn. Das ist echt eine Tons-Pyramide, ne? Nee. So. Dann hast du diesen, dann darunter nur noch dieses Lair, was halbwegs zentral wäre. Ja, aber du hast auch noch hier unten Hallen der verschollenen Aufzeichnungen, Verdammnis, obwohl die sind nicht alle in der Mitte, ne? In der Mitte sein. Ja, gut. So, das heißt, das Einzige, was noch halbwegs in Frage kommt, ist entweder hier The Reformatory oder das Ding daneben. Also hast du die Günther-Jauch-Ausschlussverfahren benutzt. Ja, genau. Und ich bin mir auch ganz sicher, wir müssen nach unten und nicht irgendwo hier oben. Ja, das schätze ich auch. Hier ist zu viel Artenate, die Öbel. Dass hier irgendwas, ne, quasi vergraben bleibt. Die Treppe? Oder meinst du hier vor diesen Schrein? Ja, das glaube ich. Keine auch. Ahnung. Sollen wir mal probieren? Ja, dann lass es erstmal versuchen, die Treppe da. Das ist schon mal nicht. Ach, da, hier wäre der Spießrutenlauf. Es gibt immer eine verborgene Mitte. Was? Der Priester vergrub seinen Stab in den Ecken, weil die Mitte die Kammer der ewigen Sonne ist. Das Problem doch ist, was ich im Moment glaube, ja, wenn ich mir den Stab so anhöre, dass das irgendwo in der Mitte von den gefundenen Splittern ist. Ja, das weiß ich nicht. Aber gut,
Unten hast du gesagt, war es nicht, oder wie? Also vor dieser Artenstatue nicht. Die Frage, geht sie irgendwo noch weiter nach unten? Das ist ja so das nächste hier an der Veranstaltung. Es gibt immer eine verborgene Mitte. Der Priester vergrub seinen Stab in den Ecken, weil die Mitte die Kammer der ewigen Sonne ist. Dort wird der Stab des Amun dir die Vergangenheit offenbaren. Aber hier so eine Tür an der Seite hoffentlich doch auch nicht, ne? Oder? Na, laufen wir mal hier hoch. Aber hier geht's dann, glaube ich, wieder raus, ne? Ja. Es gibt immer eine verborgene Mitte. Der Priester vergrub seinen Stab in den Ecken, weil die Mitte die Kammer der ewigen Sonne ist. Weißt du, nein, es gibt immer eine verborgene Mitte. Der Priester vergrub seinen Stab in den Ecken. In den Ecken von was? So. In den Ecken von der, von da, wo es wahrscheinlich das Ding ist. Also ich glaube, dass sich die Mitte auf die Mitte der gefundenen Sachen bezieht. Ja. Es gibt immer eine verborgene Mitte. If you know what der I mean. Der Priester vergrub seinen Stab in den Ecken, weil die Mitte die Kammer der ewigen Sonne ist. Doch. Niemand, du hast den Klassiker auf Englisch, ja? Dir die Vergangenheit offenbaren. Nee, ich hab den auf Deutsch. Warum? Was sagt er denn auf Englisch? There's always a hidden center. The priest buried his staff in the corners. For at the center is the chamber of eternal sun. Richtig. Und in die Mitte der Corners, also wenn die vergrabenen Dinger die Ecken darstellen, ja, dann gibt es einen Punkt, wenn du eine Linie von allen, ja gut, ja, dann könnte es einen Punkt geben, wenn du die Linien verbindest, wo man diesen Stab benutzen kann. Ja, das es heißt, die Frage ist, wo ist die Chamber of Eternal Mitte. Sun? Der Priester vergrub seinen Stab in den Ecken, weil die Mitte die Kammer der ewigen Sonne ist. Dort wird der Stab des Amun dir die Vergangenheit offenbaren. So, wir müssen mal gucken. Ich versuche mal hier Marker zu setzen. So, im Orochi-Lager hatten wir einen. Du guckst mal da und ich guck eine andere Theorie. Dann hatten wir... Der hat nach oben und der nach dahin. Ich glaube, hier waren zwei. Dann hatten wir hier einen gefunden. Das war noch einer. Und wo war der fünfte? Wo hatten wir den fünften gefunden? Hier oben, ne? Ja, und hier unten, wo ich bin, ist ein Höhleneingang, der unter das Reformatory führt. So, und jetzt lass mal gucken. Ja, die Mitte der Punkte wäre übrigens auch Le Salle de Discipline. Also das wäre genau hier, da wo... wo wir jetzt sind. Ja. Also, die Idee war ja schon mal die richtige. Ja, und wie gesagt, da wo ich bin, ich bin mir sicher, wir müssen underground. Da wo ich bin, ist ein Höhleneingang. Ich muss erstmal hier irgendwie rausfinden. Ich glaube, hier, das ist eine Treppe. Jo. Gut, dann ist es nicht oben drüber, sondern unten runter. Ja. Weil ich war mir, also wie gesagt, bei dem Reformatory war ich mir sicher. Das Problem an der Geschichte ist, ich war mir nicht sicher, ob man vom anderen Punkt reinkommt, aber das ist zu weit oben. Ne? Hier Höhle und so. Keine Ahnung, wo Höhle und so. Ah, guck mal, du kriegst sogar schon. Ist dick angezeigt. Mein Wunsch ist, dich zu sehen, Herr der Avocado-Bäume. Möge deine Kehle vom Nordwind satt werden, ohne zu essen, und dein Durst gestillt, ohne zu trinken.
Mein Wunsch ist, dich zu sehen zu meiner Freude. O Amun, du Beschützer der Armen. Du bist der Vater desjenigen ohne Mutter und der Gatte der Witwe. Wohltuend ist deines Namens Klang, gleich dem Geschmack des Lebens. Komm zurück, o Herr der Stetigkeit. Du warst hier, als noch nichts anderes existiert hat. Und du wirst hier sein, wenn alle fort sind. So wie du mir die Finsternis zeigtest, was nur dir zusteht, schenke mir nun Licht, damit ich dich sehe, o Amun, großer Herr, den jeder Suchende findet. Vertreibe die Furcht. Hm. Ist das aus dem Buch der Toten? Gut möglich. So, jetzt sollen wir mit Hemit Neta sprechen. Da könntest du Gebiet der Löwin hinjumpen. Das wäre, glaube ich, schneller. Aber wahrscheinlich, ja, Book of the Dead. Also irgendwas wahrscheinlich davon. So. Hopp, hopp, hinterher. Das ist übrigens mal eine richtig geile Rätselquest. Die macht mir Spaß. Da fühlt man sich wirklich wie Indie. Ja, das X markiert den Punkt. Video und so. Ey, die hat Laser. Schwester, halt! Das ist nicht der Feind! Oh, stimmt. Erstens, tut mir leid. Zweitens, noch in einem Stück. Nichts passiert. Wir sind alle Freunde. Warum kannst du nicht lernen, dich zu beherrschen? Du kannst nicht alles zermalmen, was sich bewegt. Klar kann ich das. Du hast doch gerade gesehen, wie ich diesen... Was deine Schwester meint, ist... Ich weiß, was sie meint. Immerhin hält sie mir diese Vorträge schon seit fast 3000 Jahren. Und der Umstand, dass ich das so lange tun musste, hätte dich eigentlich irgendwann warnen müssen. Nun, Schwester, vielleicht sollten wir nicht bloß über richtig und falsch dozieren und dabei auf dem hohen Kamel sitzen. Nur zur Information, wir sind im Krieg! Unsere Tage auf dem Schlachtfeld sind vorbei. Überlass das den jungen Kriegern, den Maria. Denn dafür sind sie da. Wir haben eine andere Aufgabe, die ebenso wichtig ist. Was ist mit dir los, Bruder? Ich weiß noch, wie du an Prinz Tuts Seite gekämpft hast. Du hattest keine Angst vor etwas Blut. Ich habe getan, was richtig war für unsere Familie und für Ägypten. Das ist immer noch so. Er ist erwachsen. Daraus könntest du was lernen. Nerven dich deine eigenen Predigten eigentlich nicht auch mal selber? Mich nervt dir ständig, Vernunft einbläuen zu müssen, weil du nie zuhörst. Und daraus könntest du etwas lernen, eigentlich. Alle beide, hört auf! Ihr habt beide Recht und beide Unrecht. Wir sollen dafür sorgen, dass so etwas wie damals nie wieder passiert. Wir haben das eine lange Zeit geschafft, aber jetzt gibt es neue Herausforderungen. Genau das meine ich doch. Und wir wissen nicht, wie damit umzugehen ist. Wir wissen nicht, ob Vater das vorausgesehen hat. Aber wir dürfen nichts überstürzen. Unsere Rolle ist noch nicht vorbei. Aber bis wir genau wissen, worin sie besteht, bin ich dafür, dass wir Ruhe bewahren. Und ich würde alles zermalmen, was sich bewegt. Das überrascht uns aber. Alter, das muss so nervig sein. Ich kann schon verstehen, warum die sich irgendwie an eine Kehle gehen, weil... Was? Mittel freilegen? Quick Access Inventory updated. Oh, super. Scharfe Spitze. Papyrus. Den westlichen Teil der Pyramide öffnen. What the fuck? Ich soll das jetzt aber nicht... Also, da kann ich ja... Also...
Das soll ich aber nicht lesen, oder? Ist nicht deren Ernst. Na gut, also dieses komische Ding hat ja einfach nur 4 Wände. Ich nehme nicht an, dass wir irgendwo lang müssen, wo der Eingang ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, da steht der westliche Teil der Pyramide. Ja, dann das westliche Ding da. Du kannst auch einfach auf die Karte gucken, aber das ist zu einfach. Ja, das ist viel zu einfach. viel zu einfach. Ihr seht schon, dieses Spiel hat uns konditioniert, irgendwie manchmal viel komplizierter zu denken, als es nötig ist. Ja, das ist teilweise, du bist ein bisschen, wie soll ich das sagen, manchmal übersensibilisiert, ja? Du denkst dann einfach zu viel in irgendwas total Banales rein. Oder anstatt mal auf die Karte zu gucken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war bisher eine der besten, oder ist bisher eine der besten Rätselquests überhaupt. Das ist so Indiana Jones Feeling. Das gefällt mir echt. So, jetzt mal versuchen, ohne irgendeinen zu enden. Du hast da noch was am Poppes. Tja. Ja. Da muss man erstmal hochkommen. Oder soll man hier irgendwas benutzen? Es gibt immer eine verborgene Mitte. Ja, ja, bla bla. Der Priester vergrub seinen Stab in den Ecken, weil die Mitte die Kammer der ewigen Sonne ist. Oh, da sind Risse. Da kann man hoch. Stab des Amun dir die Vergangenheit, das mit dem Springen musst du mal sein lassen. Du musst unten einmal hochspringen, da. Ah, ja, ja. Ich und dann immer hin und her gehen. Alles klar. Genau. Ja, was für eine arge Schwierigkeit. Warte mal, Hieroglyphen. Wir müssen. Die kennen wir doch. Die kennen wir doch. Die haben wir auf der Dings. Lass doch erstmal gucken, was wir überhaupt machen müssen mit Hieroglyphen. Also, hier steht westlicher Eingang. Ja? Im Westen sehe ich 2 Bögen und 3 Striche. Das wäre meine erste Vermutung. Ja, klick doch mal. Ja, klick doch mal. Wo sind die denn? 2 Bögen, 3 Striche. Hier sind 2 Bögen, 3 Striche. Oh. Oh ja. Das ging doch schneller als gedacht. Die westliche Kammer untersuchen. Wir haben hier ein Bildnis. So. Pharao. Tussi, Baby, Typ in Kleid. Priester, wahrscheinlich. Mama. Die Geburt eines Prinzen. Ach so, das ist Papa, das ist Mama, das ist Baby und das ist Hebamme. Alles klar. Ja, das fällt jetzt an die Sparte ab in den Süden. Oh. Cool. Das finde ich eine super geile Quest. Müssen wir das jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite hochsägen, oder wie sehe ich das? Vielleicht kann man hier ja so sich um die Ecke und so. Oh. So, was brauchen wir hier? Schauen wir mal schnell. Wir brauchen im Süden ein Satanskreuz mit einem Zahn obendrauf. Ja, nach unten gedrehtes Kreuz mit einem Zahn obendrauf. So sieht das aus, als ob das so ein Mini-Zahn ist. Dann eine, weiß ich nicht, so eine Schnecke. 3 Bögen, 4 Striche. Gut, wir brauchen aber erstmal mal die Zahnbürste. Die Zahnbürste des Satans. Warte mal, das könnte sowas sein. Aber da ist das falsch rum. Warte mal, die wollen einen bestimmt verarschen, oder? Also wir haben hier diese Zahnbürste. Wir haben ein Dings, aber das geht in die andere Richtung hier. 3 Bögen, 4 Striche. Hier sind keine Zahnbürsten mehr. Das muss dann das da hinten sein. Ist das das... Echt? Dann ist das einzige mit einer Zahnbürste. Ja, aber komischerweise ist das da andersrum. Gut, dann
drücken wir das mit der Zahnbürste. Auch wenn es nicht so ähnlich aussah. So, was haben wir hier? Die Gründung der Maya durch König Tutanchamun und Tutmosis, Sohn von Ptahmose. Ja. Wer auch immer, das sind die Maya, wer auch immer das ist. Ist das... Die Maya? Das sind die Typen, das ist die... Nein, ich meinte hier die beiden. Wer von denen Ptahmose und welcher von denen König Tutanchamun ist, aber bestimmt der Große hier. Also Tutanchamun ist wahrscheinlich der Typ, der auf dem Sessel sitzt, und Ptahmose ist der Typ im Horoskop. Warum ist der größer als der König? Eine Repräsentation von Gottheit. Also. Ja, und Pharao ist ein Gott. Nein. Doch. Ja, scheiße. Bist runtergefallen? Zwei Bögen, Haus, ein Bogen, Strich. Okay. Das sieht nicht so aus. Sag mir nicht, ich muss da hinten wieder hin. Oh, das wird ekliger, weil ich habe nämlich das Gefühl... Ja, ich muss wieder ganz nach hinten. Wie, du kannst hier nicht hoch? Nein. Hä? Man kann auch sagen, dass du blöd zum Laufen bin, das will ich jetzt nicht abstreiten. Drei Bögen, irgendwie sowas, soll das auch ein Bogen da... Nee, das, hier haben wir nämlich auch so ein Zeichen, dieses komische Haus. Auf jeden Fall brauchen wir irgendwas mit drei Bögen und einem Strich und noch was dabei. Das kann's nicht sein, das kann's auch nicht sein. Das kann's auch nicht sein. Hier ist was mit drei Bögen und einem Strich. Das können wir uns erstmal merken. Das ist alles zu viel. Vier Bögen, zwei Striche, zu viele Bögen, zu wenig Bögen und zu viele Bögen. Ja, dann wahrscheinlich ist das Zeichen einfach irgendwas mit und oder sowas. Keine Ahnung, ich probiere jetzt mal den hier. Und das ist er auch. Dann warte mal, bis du da reinlatscht. Zeit, Kaffee zu trinken. Genau. Wobei, latsch mal rein und guck mal an. Mal gucken, ob das dann für mich auch reicht. Sag mal, die Pyramide ist doch so überall. Du musst doch überall dich irgendwo da hochbuggen können, oder nicht? Komm einfach mal rein und sabbel das Ding an. Ich sehe aber deinen grünen Balken nicht, das heißt, du bist zu weit entfernt, ne? Ja, jetzt sehe ich dich. Hat das gezählt? Nein. Tja. Ja, ich muss es aber gerade hinlassen. Das Opfer eines Vaters zum ewigen Schutze seines Volkes. Ah. Ach, das ist hier Ptahmose. Oder ist das Ptahmose und das ein Priester? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier stehen sie schon Schlange für die Opferung. Finde ich super. Awesome. Ach, hi. Doch. So, und nü haben wir da oben jetzt mal so eine Terrorreihe. Upsala, nein, das wollte ich nicht machen. Es gibt immer eine verborgene Mitte. Ja, bla bla. Der Priester vergrub seinen Stab in den Ecken. So, wir brauchen... egal, ich gehe erstmal hin und guck, was da so gibt. Dort wird der Stab des Amun dir die Vergangenheit offenbaren. Wir brauchen 6 Schleifen. Haben wir hier irgendwo 6 Schleifen? Bist du? Ach, du bist irgendein Typ. Nein. Arbeite dich hoch, mein Freund. Guck mal, du kannst hier überall hoch. Siehst du irgendwo 6 Schleifen? Nee.
Siehst du überhaupt nur irgendwo Schleifen? Weil ansonsten habe ich nämlich die Befürchtung, dass wir das kombinieren müssen. Ich hoffe nicht, dass das im Kompletten, dass wir überall jetzt gucken müssen, dass das nur hier vorne ist. Es könnte nämlich auch sein, dass man einfach nur die Anzahl der jeweiligen Sachen da reinmachen muss. Hallo. Hallo. Hallihallo. Willkommen im Stream. Genau, nicht erschrecken. Ich bin gerade am Überlegen, ob das einfach Zahlen sind. Ja, das zum Beispiel steht für Zehner, das für Fünfer, das für Einer. Das für irgendein mathematisches Zeichen, aber... Das würde Sinn ergeben vom Eigentlichen. User left your channel. Dann rutscht er mal weiter, sagt er. Gut, ich... Keine Ahnung. Was man jetzt tun könnte, ist, man könnte gucken, wie viel man insgesamt braucht. Weil wenn es Zahlen sind, dann... wir haben hier zum Beispiel... Wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese Rune drücke, dann würde ich insgesamt 3, 2 und 5 dazu packen. Ja? Dann würde ich nochmal 3, 2 und 5. Dann dürfte ich aber keinen Strich mehr nehmen und bräuchte noch... Nö. Was? Wie hast du denn das gemacht? Hast du irgendein einfach mal ausprobiert oder was? Ja. Ja gut, toll. Da sieht man's. Ausprobieren. Was ist? Ich denke und denke und denke. Ja, manchmal ist Ausprobieren einfach ganz gut. Nee, weil das ist eine von den Teilen, die wir in der Form nicht hatten. So, verborgener Durchgang. Oh, eine Geheimkammer in einer ägyptischen Pyramide. Wer hätte das gedacht? Aber dafür, dass hier seit tausenden Jahren keine Socke mehr war, ne, also ist das. Ist hier, fraglich, warum brennt hier dieses hier Ding? Feuer an ja, das stimmt schon. So, ist hier zufällig noch ein Wissensobjekt um die Ecke? Nein, so fies wahnsinnig. Ab in die Spitze. Ich muss auch sagen, die Quest ist sehr, sehr geil. Ja, die macht Fun. Also die ist echt witzig. Yeah. Irgendwelche Schätze finden, Codes knacken, mal, aber auch nicht irgendwo völlig durchgeknallt, sondern also nicht die siebte Wurzel aus einer Binärzahl, was weiß ich nicht was. Was ja alles lösbar ist. Nee, ja, klar ist das lösbar, wenn du 2 Tage Zeit hast. Ja. Ja, eine Tulpe, 3 Tulpen, 3 Tulpen, 5 Tulpen oder was. Und von klein nach groß. Soll mir das irgendwas sagen? Die Abstammungslinie von Echnaton. Ah. Also musst du sie... Ja, das ist viel schlimmer. Ja, gut. Du hast die Statuen, bitteschön. Ich habe eins wenig, also ich habe eine Statue. Du hast die letzte Statue jetzt aufgenommen, ne? Nein. Okay. Da sind 3 Altäre und hier sind 3 Statuen. Was willst du, wieso willst du eine 4. Statue? Dritte, habe ich gesagt. Was, die fehlt dir jetzt die 3. Statue? Willst du mich verarschen? Nein, ganz ruhig. Für mich sieht das aus, als ob du da irgendwie einfach nur rumrennst.
Sekunde mal eben. Ach ja. Ich brutzel dann so lange ein bisschen im Feuer. Das gibt dem Ganzen doch noch ein bisschen mehr Flair, oder? I'm on fire. Guckst du das jetzt nach, oder was? Nein, ich frage mich gerade, wie ich die Dinger da drauf drücke. Was ist denn das? Allgemein? Suche noch. Ne, Verbindung? Ist das Verbindung? Jo, Verbindung. Sagen wir mal Hallo. Wie es sich gehört. B. Dann. C. Ja, das sieht schon mal gut aus. Da ist ein Kopf drauf. Das ist Nefertiti. Was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Dinger nicht eingesteckt. Lass mich raten, von groß nach klein, oder was? Nein, Abstammung und so. Oh, er wird in den Arsch ge... Und so. Die goldene Sphinx mit dem Schafsbockkopf nehmen. Hä? Ah, ja. Hier hinten. Das galt für dich hoffentlich auch, oder? Ja, yeah, ja, yeah. Deliver those things to the high. Weil wenn nicht, das wäre Kaka. Das ist richtig, das wäre jetzt richtig suboptimal. Dann müsste einer nämlich die ganze Quest nochmal machen, das wäre richtig nicht gut. Das wäre kacke. Ja, dann, ich schätze mal, aber das war's. Das sieht mir danach aus, als ob's das, als ob das das Objekt gewesen wäre, was wir wollen. Gerade. Wie hoch kann man eigentlich bei der Spitze, bei der Pyramide laufen? Hat das mal einer ausprobiert? Du wahrscheinlich gleich. Also hier kann ich schon mal nicht lang, alles klar. Ich warte dann jetzt mal und sabbel den Typen nicht an.